Heyo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ein zorniger Brief. Vedren, ich danke dir, dass du mich zu unterstützen suchst, aber als ich um Freiwillige bat, meinte ich genau das. Ich habe kein Interesse daran, Leichen zum Leben zu erwecken und deine mitleidenswerten Opfer sind für mich nicht von Nutzen. Ich habe Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass wir uns plötzlich knietief in Ghouls wiederfinden. Während du den Müllhaufen aufräumst, zu dem du meinen rituellen Kreis gemacht hast, kannst du dir vielleicht die Zeit nehmen, dich wieder mit dem einfachen Grundgedanken vertraut zu machen, dass ein toter Mann eine schlechte Quelle von Sehnesitz abgibt. Badrun. Okay. Ja, dieser Sumpfkult. Nervig. Kann man nicht anders ausdrücken. Oh, eine Falle. Hier könnten wir uns wahrscheinlich durchhacken. Aber da will ich erstmal, glaube ich, noch nicht hin. Erstmal will ich mich hier fertig umsehen. I'm here. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Falle, die nicht weggeht? So, noch mehr Sumpfkultis. Keeping an eye out. Wirklich stark sind die Sumpfkultisten jetzt zum Glück nicht. Außer die Barbaren da vielleicht. Wow. Oh, da ist Arcanist Bartwin. What? Yes? Okay, das war mal wieder Intermark. Wir könnten ein paar Ogre gebrauchen. Lava. So, okay. I'm here. Was sagt denn mein tolles Schwert? Ich habe bis jetzt zwei Leute getötet damit. I'm here. Buch des Lehrlings. Abhandlung des Arkanisten. Schnapp dir das mal, Alof. I'm on the trail. Oh, Rastvorräte, wie praktisch. Dann können wir gleich hier rasten. Und ich habe eine Questnotiz abgelegt. Wo sind die? Dieses vergilbte Stück Pergament enthält eine Reihe von kaum leserlichen Notizen und eine Art Diagramm. Einige Symbole umgeben den Rand eines einfachen Kreises. Ein Satz von Symbolen wurde mehrfach eingekreist. Okay. Würde ich sagen, rasten wir hier jetzt mal. So. Nehmen die Rastvorräte gleich mit. Machen hier mal einen Quicksave. Jetzt können wir erstmal den Typen aus seinem Kreis holen. Würde ich auch vorschlagen, dass wir das machen, bevor wir uns hier in den oberen Bereich durchdrücken.
Weil mehr haben wir nicht mehr. Nur noch diesen oberen Kreis. Und da sind wir eigentlich auch schon durch. I'm here. Mit den Pilzen kann ich nichts machen. Du bist zurück, hol mich hier raus. Am Rand des rituellen Kreises sind 5 vertraute Zeichen in dem Schlamm geritzt. Die sehen wir der Nachricht, die du gefunden hast. Ohne zu wissen, wonach man sucht, würde man sie einfach für Furchen im Schlamm halten. Die Symbole genau untersuchen. Du bückst dich, siehst aber nichts Interessantes an den Kratzern. Was, hast du etwas gefunden? Jenseits der Barriere beobachtet Benno dich mit gebannter Erwartung. Aus dem Augenwinkel nimmst du eine Bewegung wahr. Du blickst nach oben und siehst, dass du Publikum hast. In diesem Fahnenlicht ist der Geist fast unsichtbar. Ein leichtes Schimmern von Essenz, das du vor dem Hintergrund des Sumpfs kaum ausmachen kannst. Du beginnst weiter Gestalten zu sehen, die sich im Nebel sammeln. Die erste Gestalt hebt die Hand. Warte, bitte. Wer seid ihr? Was? Ich dachte, das hätten wir schon geklärt. Geht es dir gut? Bartwin hat uns hergerufen, aber sein Geist entschlüpft uns immer wieder. Wir wollen unsere Arbeit fortsetzen, wenn du uns lässt. Es ist der einzige Zweck, den wir noch haben. Die Verbesserung des Selbst, die Kunst der Tugend. Dieser Mann, Benno, er ist durchzogen von Eifersucht und niederen Gelüsten. Er bestiehlt seine Partnerin. Er hat sein Kind im Stich gelassen. Aber seine Essenz enthält dasselbe brillante Potenzial jedes Mannes. Und während deine Seele Wächterin hell und strahlend ist, ist seine zersplittert schwach. Lass sie uns flicken, formen. Wie würdet ihr das tun? Wie man eine faule Stelle aus einem Apfel schneidet, das ist schmerzlos befreiend. Er würde nur spüren, dass ihm eine Last abgenommen wurde. Was wollt ihr dann von mir? Gib uns die Zeit, ihn zu bearbeiten, dann werden wir ihn freilassen und du kannst mit ihm tun, was du willst. Er ist ein mieser Kerl, ganz ehrlich. Wenn sie ihn ein bisschen reparieren können, dann von mir aus, also los. Du siehst, wie die Zauberbarriere sich kräuselt. Benno blickt erwartungsvoller Hoffnung auf. Du spürst aber auch eine plötzliche kalte Last in der Luft. Die versammelten Geister strahlen noch heller, als wären sie durch deine Erlaubnis erstarkt. Sie bewegen sich auf Benno zu und du verlierst ihn unter den wirbelnden Lichtern aus den Augen. Es ist komisch, ich habe mich nie besser gefühlt. Ich weiß nicht, weshalb ich mir Sorgen gemacht habe. Ich gehe nachsehen, ob es Herla gut geht. Wir treffen uns beim Karren. Ruf bei Trutzbucht hat sich verbessert. Versumpft ist abgeschlossen. Ah, deswegen hat sich mein Ruf verbessert. Steuern eingetrieben. Sehr schön. Yes. Hat mir keine negative Reputation eingebracht, zusätzliche. Versumpft. Benno wurde aus dem rituellen Kreis befreit. Warte nochmal hier. Benno ist in eine Art Zauberfall scheint in eine Art Zauberfall getappt zu sein. Er glaubt offenbar, dass sie etwas mit den Einheimischen zu tun hat. Vielleicht finde ich in der Nähe Hinweise. Ich habe einen Brief gefunden, der von einem rituellen Kreis im Sumpf spricht. Offenbar weiß dieser Bartwin, wie der Kreis wirkt. Ich habe bei der Leiche eines Zauberers eine Notiz gefunden, die einige der Symbole um den Kreis herum beschreibt. Vielleicht hilft mir das, Benno aus der Falle zu befreien. Benno wurde aus dem rituellen Kreis befreit, nachdem ein Kader gebundener Geister versucht hat, seine Persönlichkeit zu verbessern. Er scheint nun zumindest etwas höflicher zu sein. Mit etwas Glück macht er das Beste aus seiner neuen Sicht auf das Leben. Ja, wenn er seine Partnerin beklaut hat, dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn er ein bisschen netter wird. Wir haben schon mit genug schlechten Leuten zu tun gehabt. Danke, dass du mich befreit hast. Ich muss über einiges nachdenken. I'm here. Hey, danke, dass du Benno zurückgeholt hast. Er hat mir gesagt, was für eine große Hilfe du warst. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie hat den Dank verdient. Oh, ich habe ihn noch nie ein freundliches Wort über jemanden sagen hören. Du hast wohl wirklich Eindruck gemacht.
Du warst eine große Hilfe hier aus meinem persönlichen Vorrat. Du hast es dir verdient. Vielleicht können wir die Lieferung doch noch abschließen. Hoffentlich versteht ihr zwar euch besser. Ach, das werden wir bestimmt. Herla starrt ihn völlig entgeistert an. Kann ich dir vielleicht was abkaufen? Natürlich, du bist immer ein gern gesehener Kunde. Pistole, also gute Sachen. Brecheisen und so, das nehmen wir gerne ab. Waren das nicht zwei Brecheisen? Egal. I'm here. So, dann heißt es jetzt hierher zurück. Hier werde ich sicherheitshalber mal einen vernünftigen Safe machen. Wie bei dem Frostdrachen. Das ist jetzt Let's Play 59. Weil angeblich soll es hier jetzt noch den schwersten Kampf im ganzen Spiel geben. Also noch schwerer als der Frostdrache, was der zweitschwerste Kampf war. Eine Mauer aus dicken Ranken erhebt sich aus dem Stamm des Sumpfes. Sie wachsen in unnatürlichen, verschlungenen Tentakeln, die von Dornen übersät sind. Obwohl es zwischen den Ranken Lücken gibt, wird es einiges an Mühe und Zeitkosten hindurchgehen. Als du dich Ranken näherst, erzittern sie und ziehen sich zurück. Sie bilden einen freien Weg, über den du sie durchqueren kannst. Du passierst sie über... Ohne Zwischenfall hörst du aber die Ranken hinter dir rascheln. Sie sehen sich zu einem engen Knoten aus Dorn gestrüppt zusammen und versperren den Weg zurück. Du bemerkst vor dir eine Bewegung. Eine in Ruhm gehüllte Gestalt stolpert durch den Schlamm. Der Mann bläst auf einem Signalhorn einen einzigen durchdringenden Ton. Der Klang wird durch den Sumpf getragen und hallt von den Bäumen und Ruinen wieder. Darunter ist ein bedrohliches Grollen und das schlammige Wasser im Norden beginnt zu brodeln und Blasen zu werfen. Eine glatte, schnuppige Schnauze taucht aus dem Wasser auf. Sie ist deine einzige Vorwarnung, ehe sich mit einem Schauer aus Schlamm und schmutzigem Wasser ein gewaltiges Ungeheuer aus dem Sumpf erhebt. Der Drache schüttelt sich, um die Pflanzenreste von seinen Hörnern zu lösen und senkt dann den Kopf, um dich genauer zu mustern. Die Stellung halten, winken, deine Waffe schwingen, die Hände hochhalten, winken. Der Drache neigt den Kopf, du glaubst in seinen untertassengroßen Augen ein belustigendes Funkeln zu sehen. Du bemerkst eine kleine dunkle Gestalt in der Ferne. Du spürst plötzlich einen plötzlichen Windhauch von oben, als die Gestalt größer wird. Eine geflügelte Silhouette fliegt zügig auf die Lichtung herab. Als der zweite Drache landet, bemerkst du die Gestalt auf seinem Rücken. Eine Frau mit geschwungenen Hörnern in Roben gekleidet. Sie steigt mit einer einzigen flüssigen Bewegung vom Rücken des Drachen ab. Oh, zwei Drachen. Oh, Lengraf. Die Wächterin von Ketnur. Ich dachte mir, dass du uns... I'm a little more surprised to find you're still carrying that abomination around. I imagine Consul Holt is better company without his tongue. Ich bin etwas überrascht, dass du diese Abscheulichkeit immer noch mit dir herumschleppst. Consul Holt ist ohne seine Zunge bestimmt angenehmer zu ertragen. Wer bist du? I am Lengroth. Ich bin Lengroth. Sie verneigt sich leicht. Du bist nicht alt genug, um Lengraft zu sein. Sogar Konstellat musste auf Magie zurückgreifen. Ist das so eine Art Kult? Du hast äußerst beeindruckende Freunde. Thank you. Danke, einer der Drachen grinst breit. We have heard of you. You killed Saphira, the old one, the master below.
Wir haben von dir gehört, du hast Sephira getötet, die Alte, den Meister in der Tiefe. Sie spoke to us sometimes. Time made her cruel. Sie hat manchmal mit uns gesprochen, die Zeit hat sie grausam werden lassen. Du bist sogar eine große Drachenjägerin. Lengrath has told us a great deal about you. Lengrath hat uns viel von dir erzählt. Du bist nicht alt genug, um Lengrath zu sein, sogar Konzelhaut musste auf Magie zurückgreifen. Nehmen wir das mal. A very different kind of magic. But you're right. There was a man called Lengrath long ago, and there have been many by that name since. Oh, sie schlüpft von Körper zu Körper. Eine ganz andere Art von Magie, aber du hast recht. Es gab vor langer Zeit einen Mann namens Lengrath, und seitdem gibt es viele mit diesem Namen. Lengrath knew something Konzelhaut did not. The brevity of life should be embraced, not feared. Each generation brings with it renewed strength and saves us from stagnation.